Schönen guten Tag, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Blog Nummer 71, der goldene Schlüssel zum Erfolg als Immobilienmakler. Dürfen Sie gespannt sein? Wie sieht der goldene Schlüssel aus? Ich sage es gleich vorneweg, es gibt keinen klassischen goldenen Schlüssel, um einen Erfolg zu haben, aber es gibt viele kleine Teilschlüssel, die dazu führen, dass Sie zu einem entsprechenden Ergebnis kommen. Also das heißt, um es klarzustellen, es gibt keinen Master Key, keinen goldenen Schlüssel, keinen Golden Key, keinen Standardsatz, der dazu führt, dass der Kunde sagt, wunderbar, Sie können sich alles sparen, Herr Makler, ich komme zu Ihnen ins Büro und erschreibe das Mandat. Das ist wichtig zu wissen. Aber es gibt große Unterschiede bei der sogenannten Umwandlungsquote, wie ich eben dann jemanden motivieren kann, trotz des nicht vorhandenen goldenen Schlüssels, trotzdem bei mir abzuschließen. Das heißt, mit mir zu kooperieren, egal jetzt ob Einkauf oder Verkauf. Spielt keine Rolle. Ich mache ein Beispiel bei der Einkaufsakquise, Telefonakquise beispielsweise, wenn Sie unter anderem das als Marketing, sprich als Service-Tool nutzen, um eben Mandate zu generieren. Natürlich können Sie telefonieren und haben eine Quote beispielsweise von 5 zu 100, heißt 100 Telefonate, 5 Telefon, sprich Abschlüsse, sprich Erstbesichtigung, um ein Haus anzuschauen. Die wäre nicht gut, diese Quote. Sie können sie verbessern auf 20 zu 100 oder auf 30 zu 100, heißt fast jeder dritte Anruf wäre dann ein Termin. Also, wichtig ist erst einmal, Sie brauchen eine Strategie dazu, mit der Sie eben bei Ihrem Kunden eben auch noch punkten können. Und die Strategie wäre zum Beispiel jetzt nicht zu sagen, ich habe diesen klassischen Kunden, wie es viele der Kolleginnen und Kollegen leider immer noch machen, sagen, ich habe da einen Kunden, wenn Sie in München arbeiten, ich habe den Franco Bri, der sucht gerade im Moment ein Haus. Wenn Sie in Hamburg anrufen und sagen, ich habe gerade den Udo Lindenberg, der sucht gerade ein Haus zu kaufen, ist eine Option. Oder Sie sind eben so trainiert und geschult, dass Sie sagen, stopp, ich nutze eben nicht diesen klassischen Kunden als Einstieg, sondern habe eben einen Prozess, eine Struktur, eine Strategie, um eben damit zu arbeiten. Heißt also, hier ist nicht der Name, den es gar nicht gibt, oder der Kunde, der gar nicht sucht, der Einstieg, sondern eben der Prozess. Eben heißt die Qualifikation, wie ich eben dann mit dem Kunden am Telefon umgehe, wie ich ihn dazu führe, eben dann trotzdem möglicherweise einen Termin mit mir zu machen, damit ich mir sein Haus anschauen kann, um es auch zu verkaufen. Heißt also, es gibt eine Strategie, um das umzusetzen. Das sind kleine Teilabschlüsse, die dazu führen, dass der Kunde, der Verkäufer, sie dann doch einlädt und sagt, wunderbar, kommen Sie mal kurz vorbei, um mir mal das alles zu erklären, was Sie gerade eben schon angedeutet haben. Das heißt also, das Gleiche gilt bei dem Ersttermin. Sie haben jetzt einen Termin und sind vor Ort. Auch hier gibt es keinen Satz, in dem Sie sagen, stopp, Ihr Haus ist klasse und dann schreiben Sie bitte unten links. Funktioniert nicht. Sie wollen ja auch Innenprovision haben beispielsweise. Das heißt, es geht nicht mit einem einzigen Satz. Es funktioniert nicht. Also wenn Ihnen jemand das sagt, weiterreichen möchte, wird das im Prinzip nicht möglich sein. Es gibt aber trotzdem große Unterschiede, wie Sie eben Ihrem Verkäufer vor Ort erklären, warum Sie der Mehrwertmakler sind. Das heißt, auch hier geht es darum, sich so zu positionieren vor Ort, dass der Kunde erkennt, dass Sie eben Mehrwerte liefern, dass Sie anders sind. Ob besser, entscheidet dann der Kunde. Aber dass Sie anders sind, und das geht eben nur, indem Sie auch Fragen stellen, qualifizierte Teilabschlussfragen stellen. Fragen fachlicher Art, beispielsweise Heizungsthema, NF, Energieeinsparverordnung, Klassiker, wo Sie brutal punkten können vor Ort, um den Kunden klarzumachen, dass Sie eben der Mehrwertmakler sind. Gerade dann, wenn er eine Heizung hat, die älter als Baujahr 86 ist und die immer noch funktioniert und er glaubt, die ist immer noch intakt, beispielsweise. Heißt also, das sind so Mehrwerte, die Sie automatisch weiterreichen können. Das muss eine Gesamtstrategie klar sein. Heißt also auch beim Ersttermin, stellen Sie Ihre fachlichen Fragen und motivieren den Kunden so sehr, dass er eben mit Ihnen möglicherweise noch einen zweiten Termin macht, um Ihre Servicepräsentation vorzustellen. Warum ist das so? Sie müssen ihm was erzählen, was er noch nicht kennt. Weil wenn er die Dinge kennt oder hört, die er bereits kennt, hört er Ihnen nicht zu. Gehen Sie nur ganz genauso. Wenn Sie schon halten mit jemandem, er erzählt Ihnen irgendwas, was Sie bereits kennen, hören Sie nur mit einem halben Ohr zu. Das kennen Sie alle schon. Und wenn er Ihnen was erzählt, was Sie noch nicht kennen, dann hat er Ihre ganze Aufmerksamkeit. Und darum geht es eben, in diesen kleinen Momenten genau das herauszukitzeln, herauszufiltern, damit Sie eben wahrgenommen werden als Mensch, als Makler und eben als perfekter Servicedienstleister. Heißt also, die richtigen Fragen stellen. Nicht nur Fragen des Fragens wegen, sondern die Fragen so zu stellen, damit auch klar ist, oh, hier könnten Probleme entstehen und nur Sie können das Problem lösen für ihn. Beispielsweise Thema Heizung. Die Makler-Services, genau das gleiche Beispiel. Es gibt einen riesengroßen Katalog, für den Sie stehen. Sie kennen den Katalog, Sie haben hier oben einen Kopf drin. Aber die Frage ist, wie kommuniziere ich denn? Die Kunst ist eben, die Leistung so zu vermitteln, dass der Kunde diese Leistung als Service, als Mehrwert anerkennt.
Mach ein Beispiel. Wenn Sie jetzt Ihre Service präsentieren, Sie erzählen, pass auf, lieber Kunde, wir können es kurz machen. Wir machen Videopräsentation, wir machen Hubschrauber, Rundflüge, wir machen das und das und das und das. Klingt das alles gut? Nur sagt man, gut, wenn ein anderer das auch hat, ist die Frage, welchen Mehrwert, welchen Nutzen habe ich damit verbunden? Und darum geht es immer. Das heißt, den Nutzen zu kommunizieren. Und der Nutzen in der Präsentation beispielsweise ist unter anderem die Immobilienbewertung. Es ist Herzstück, der Grunddialog dafür, dass Sie überhaupt Service erklären können. Weil wenn Sie keine Preiseinigkeit haben über den Werteansatz, brauchen Sie keine Services zu erklären. Dann ist es gar nicht notwendig, dass Sie das tun. Heißt also, die Grundlage in der Präsentation, der Prozess ist, dass erst einmal eine Einigkeit über die Immobilienwertigkeit entsteht. Sie erklären Ihnen die Bewertung und entscheidend ist ja nicht zu sagen, stopp, pass mal auf, hier ist der Preis, jetzt reden wir über die Services. Und er sagt dann, na gut, weil es da unten steht, muss es richtig sein. Sie müssen ihn miterleben lassen, wie der Wert sich zusammensetzt, damit er versteht, warum ist das so. Und wenn dann die Einigkeit gegeben ist, dann können Sie Ihre Präsentation der Services beginnen, um dann wieder den Nutzen zu erklären, warum Makler, warum Sie, warum eben den besten Makler, warum soll er Sie wählen. Beispielsweise, drei Makler haben das gleiche Ergebnis. Was entscheidet dann nur noch? Natürlich der Gesamtauftritt. Also wenn Sie alle drei die gleichen Leistungen haben, Videopräsentation, Hubschrauberrundflüge, was auch immer, tollste Programm, dann entscheidet natürlich erstmal der Gesamtauftritt. Auch das ist natürlich wichtig, wie Sie was positionieren. Wo fühle ich mich am wohlsten? Wo habe ich am ehesten verstanden, was der Makler für mich tut? Welche Services liefert er für mich? Bei der Provision genau das gleiche Thema. Wenn Sie nur sagen, ich bin der Makler, der Innenprovision hat, 3 oder 4%, werden Sie kein Mandat schließen. Thema, gleiches Thema. Empfehlungsgeschäft. Ich mache mal ein folgendes Beispiel. Ein Kunde kommt zu Ihnen ins Büro rein und sagt, lieber Herr Ritzert, Sie sind mir empfohlen worden. Sie haben gerade ein Haus verkauft für meinen besten Freund. Der schwärmt nur so von Ihnen, würde ganz gerne mit Ihnen zusammenarbeiten. Darf ich Sie mal kurz fragen, was muss ich denn bei Ihnen bezahlen? Wenn Sie jetzt sagen, na gut, Empfehlung ist ja da, bei mir sind es 3%, also 3,57 inklusive Mehrwertsteuer, dann, was, so viel? Na gut, so gut können Sie gar nicht sein. Er geht wieder raus. Das heißt also, auch hier ist es wichtig eben zu erklären, warum ist das so wichtig? Warum ist die Provision so wichtig? Auch hier ist die Frage, ganz kurz, Leistung ist wichtig. Wir reden erstmal über Leistung, dann über Geld. Also fragen Sie ihn ganz klar, wichtige Frage, lieber Verkäufer, über das Geld, entscheidendes Thema. Dann bevor wir über Geld reden, lassen Sie über Leistung reden. Das war die allererste Frage, die Ihr Freund auch gestellt hat. Was leistest du denn für mich? Und dann werden Sie sehen, können wir uns auch natürlich über Geld, über das Erfolgshonorar unterhalten, was ja nur zum Tragen kommt, wenn erfolgreich platziert wird. Heißt also, auch hier können Sie nicht mit einem einzigen Satz sagen, alles klar, Mandat geschlossen. Funktioniert nicht. Also, das entscheidende Quintessenz einfach aus diesem Blog ist der, es gibt leider keinen goldenen Schlüssel. Aber bevor Sie jetzt demotiviert abschalten, es gibt trotzdem Lösungen dafür, wie man diesen goldenen Schlüssel zumindest aufbauen kann, wie man produzieren kann. Es gibt nämlich einen goldenen Einkaufsprozess. Und das sind alles kleine Teilschlüssel, die in Summe dazu führen, dass Sie ein Ergebnis haben, sprich den Auftrag abschließen. Und das ist die Quintessenz aus diesem Blog heute und hier. Das heißt, diese Vorgehensweise kann man trainieren. Immer wieder, bis Sie eben, wir haben es geändert, an Haut und Haaren, macht bei mir keinen Sinn, wir haben es geschrieben, in Fleisch und Blut übergeht. Heißt übersetzt ganz einfach, es muss so trainiert sein, wie jeder Fußballer, wie jeder Profi, dass Sie permanent das automatisiert eben abrufen können. Das heißt, es gibt keinen Masterkey, aber es gibt viele, viele kleine Optionen, die in Summe genau das gleiche Ergebnis produzieren. Das heißt, es gibt einen Prozess und dieser Prozess ist trainierbar, antrainierbar. Und wir helfen Ihnen gerne dabei, diesen Prozess so zu trainieren, so zu implementieren bei Ihnen, dass Sie eben am Ende ein Ergebnis haben. Das kann im Einkaufsmandat sein, das kann im Verkauf dann der Notartermin sein. Und genau das ist die Quintessenz aus unserem Blog. Kein goldener Schlüssel. Wenn es jemand gibt, der Ihnen sagt, hier, pass auf, ich habe einen Satz. Wenn es so wäre, es wäre viel zu einfach. Aber es gibt einen goldenen Einkaufsprozess, der auch einfach ist, noch einmal, wenn ich weiß, wie er anzuwenden ist. Klare Systematik, klarer Prozess, klare Struktur, geplante Immobilienverkäufe. Und das geht eben mit unter anderem diesem goldenen Einkaufsprozess. Also das zum Thema heute, Blog Nummer 71, gibt es einen goldenen Schlüssel für den erfolgreichen Immobilienmakler. Machen Sie es gut, Ihr Michael Ritzert.